Hallo erstmal und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder dabei bist. In 12 Tagen muss ich meine Masterarbeit abgeben und weil ich hier auf diesem Channel immer mal wieder Updates gegeben habe, wie es mir so mit der Masterarbeit geht, dachte ich mir, so kurz vor Schluss ist auch ein guter Zeitpunkt, um mal wieder ein Video darüber zu machen. Daher viel Spaß, los geht's! Übrigens, wenn dich Videos rund ums Thema Studium und Studieren interessieren, dann abonniere diesen Kanal auch gerne. Ich freue mich über jeden Einzelnen und jede Einzelne, die dazukommt. Und ja, hier gibt es einfach immer neuen Content zu so Uni-related Themen, also abonniere doch gerne. So, wie läuft es jetzt aber mit meiner Masterarbeit so kurz vor Schluss? Also es ist so, ich bin eigentlich, glaube ich, ganz gut in der Zeit, muss ich sagen. Also den Mindestumfang habe ich schon, ja, vor einiger Zeit erreicht. Wir müssen mindestens 120.000 Zeichen schreiben. Wir können aber bis zu 240.000 Zeichen hochgehen. Und ich stehe aktuell so bei, ja, knapp 140.000 Zeichen. Was super ist, weil mein, ja, nicht ganz so heimlicher Plan ist ja, mir womöglich meine Masterarbeit aus diesem Fach in Pädagogik anrechnen zu lassen auf meinen Master in Soziologie. Ob das klappt, man weiß es nicht, aber die Soziologen haben einen Richtumfang von 140.000 Zeichen. Und da hat man halt schon noch 10% Toleranz, aber wenn ich genau an den 140.000 Zeichen dran bin, ist es natürlich super für diesen, ja, Plan, den ich noch ein bisschen verfolge und noch nicht ganz aufgegeben habe. Ich schreibe übrigens zum Thema vom Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe 1 und da schaue ich mir besonders an, was mit Kindern passiert, die ihrer Grundschulempfehlung nicht nachkommen und auf eine andere Schule gehen, als ihnen empfohlen wurde und ob die sich in ihrer schulischen Entwicklung wirklich von denen unterscheiden, die auf die Schule gegangen sind, die ihnen empfohlen wurde. Und die Analysen zu diesem Thema habe ich auch schon abgeschlossen. Ich habe dafür die Daten vom Nationalen Bildungspanel verwendet. Und ich muss sagen, also eigentlich ist meine komplette Masterarbeit soweit fertig. Ich habe halt den Hauptteil, die Theorie, Forschungsstand, Datenmethoden, Operationalisierung, deskriptive Ergebnisse, multivariate Ergebnisse. So der Hauptteil, den habe ich fertig. Und ich habe mittlerweile auch Einleitung und Schluss und Limitationen. Und ich muss wirklich sagen, die Einleitung fällt mir von allen Dingen, bei egal ob Hausarbeit oder Abschlussarbeit, immer am schwierigsten, weil ich mir irgendwie denke, wen interessiert die Einleitung so? Also eigentlich liest man ja die Arbeit, um den Hauptteil oder die Ergebnisse, die Zusammenfassung irgendwie zu lesen und nicht irgendeine Hinführung zum Thema so. Also keine Ahnung, mir schließt sich der Sinn einer ewig langen Einleitung nicht, deswegen in Hausarbeiten halte ich die echt kurz. Manchmal schreibe ich nur eine halbe, dreiviertel Seite Einleitung, bevor ich dann einfach zum Hauptteil übergehe. Ich hatte deswegen auch noch nie Probleme, also ich hatte noch nie den Kritikpunkt, dass meine Einleitungen zu kurz sind. Aber für die Masterarbeit dachte ich mir so, ich kann jetzt nicht eine irgendwie 70-seitige Arbeit mit einer halben Seite Einleitung beginnen. Deswegen musste ich mir 1,5 Seiten aus den Fingern saugen. Ich bin richtig froh, dass ich das jetzt auch geschafft habe. Ich schreibe die auch immer erst ganz am Schluss, also ich fange in Arbeiten generell immer damit an, was mir am leichtesten fällt, wo ich mich gerade nach fühle. Das klingt total komisch bei einer Abschlussarbeit. Aber ich habe deswegen, glaube ich, mit dem Forschungsstand angefangen, weil mir das jetzt einfach am leichtesten fiel für diese Masterarbeit. Ja, deswegen, ich hoffe, diese Einleitung passt, weil es ja irgendwie schon der erste Eindruck ist. Trotzdem ist es so, obwohl ich inhaltlich eigentlich soweit fertig bin, dieses eigentlich sagt schon echt viel aus, ist es schon so, dass ich noch ein bisschen was machen muss. Ich meine, ich habe ja auch noch 12 Tage Zeit, wobei man halt sagen muss, dass es halt gedruckt werden muss. Irgendwie der Autofokus heute, hallo? Es muss gedruckt werden und nicht nur, ich glaube, in dreifacher Ausführung. Und dieses Drucken und Binden braucht halt auch ein bisschen Zeit. Und ich hasse es, so Sachen auf den letzten Drücker zu machen. Ich bin überhaupt nicht der Mensch für das, stresst mich total. Vor allem ist es an der LMU so, dass alle Studiengänge, die unserem Prüfungsamt zugeordnet sind, und es sind richtig viele, geben, also alle Masterstudierenden, geben ihre Arbeit an diesem Montag ab. Ich will mir also gar nicht vorstellen, was für ein Run auf die Copyshops um die Uni an diesem Montag ist. Und wenn dann was nicht funktioniert, dann, oh nee, das will ich mir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen möchte ich eigentlich schon Ende nächster Woche binden und drucken lassen. Und dafür muss es halt wirklich ganz fertig sein, weil wenn es gedruckt ist, ist es gedruckt. Wenn es gebunden ist, ist es gebunden. Ist auch relativ teuer. Das heißt, das möchte man nicht unbedingt nochmal irgendwie nochmal machen müssen. Was ich auf jeden Fall noch machen muss, ist nochmal meine Regressionstabellen durchgehen und wirklich schauen, ob ich die Ergebnisse aus Starter richtig übertragen habe
in die Tabelle in meinem Word-Dokument, weil ich muss meinem Betreuer auch den Starter-Do-File schicken und der kann den durchlaufen lassen. Und wenn der sich dann halt die Ergebnisse anschaut und feststellt, upsie, das ist ja irgendwie was ganz anderes, dann ist es blöd, weil dann, ja, ich meine, ihr könnt euch selber denken, warum es blöd ist, wenn der Output im Starter und der Output in der Masterarbeit nicht übereinstimmt. Außerdem muss ich noch einiges an Zeit in die Formatierung stecken. Wir müssen nach APA zitieren und ich weiß nicht, wie streng mein Betreuer ist, aber ich hatte letztes Semester eben die Erfahrung, dass ein Dozent sehr, sehr, sehr streng damit war. Also der hat wirklich jedes falsche Leerzeichen, wenn was nicht kursiv war oder keine Ahnung, der falsche Absatz, der hat einfach alles angestrichen und dafür richtig Punktabzug gegeben. Deswegen, ja, das will man sich natürlich irgendwie schenken, weil es sind halt verlorene Punkte. Wenn man deswegen jetzt irgendwie eine schlechtere Note bekommt, dann ist es halt einfach unnötig. Aber das kostet halt echt noch viel Zeit, weil wenn man 70 Seiten oder 80 Seiten Text hat und da drin sind auch viele Abbildungen und Tabellen und besonders Tabellen sind echt ein Krampf in APA zu formatieren, zumindest über Word. Es gibt auch keine richtigen Vorlagen, man muss das eigentlich alles händisch machen und dann immer die Rahmenlinien irgendwie ausblenden, anmachen. Oh, das ist richtig kompliziert. Und da wird auch noch einiges an Zeit reinfließen müssen. Was auch noch nicht abgeschlossen ist, sind die Korrekturschleifen. Ich habe eine ganz, ganz liebe, tolle Freundin im Studium gefunden, im Soziologie-Master, die in einer Zeitung Korrektur liest als Nebenjob. Und die hat mir ungefähr die Hälfte Korrektur gelesen. Das war natürlich ein Traum. Also ich meine, jemanden zu haben, der das nebenberuflich macht, ich meine, kann man sich was Besseres wünschen so? Nein. Also Priska, falls du dieses Video siehst, danke. Und es fehlt aber noch die zweite Hälfte und weil jetzt eben Klausuren sind und so und sie auch umzieht und so, hat sie jetzt nicht so viel Zeit und ich meine 70 Seiten sind noch echt viel und es dauert auch immer echt lang für sie. Deswegen die zweite Hälfte fehlt noch in der Korrekturschleifen. Ich habe aber ein, zwei Leute, die das für mich lesen, wenn auch nicht natürlich auf so einem coolen oder hochwertigen Niveau, wie eben meine eine Freundin das macht. Das wird also wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, aber es hilft ja nichts. Also ich meine, man ist so blind für seine eigene Arbeit irgendwann, dass man das überhaupt nicht mehr sieht und man liest da drüber und 70 Seiten im Stück liest man sowieso schon mal gar nicht konzentriert. Deswegen ist es schon wichtig, dass da nochmal jemand anders drüber schaut, am besten ja, zwei Personen. Ich hoffe, die Zeit dafür reicht noch. Wir müssen bei unserem Prüfungsamt nicht nur zwei gedruckte Versionen abgeben, sondern wir müssen diesen gedruckten Versionen auch eine digitale Version anfügen, also in Form einer CD oder eines USB-Sticks, auf dem dann auch zum Beispiel der Anhang zu finden ist, wo auch der Do-File gespeichert ist und so weiter, weil niemand möchte das in Papierform haben. Ich meine, es ist ja klar, das ist irgendwie 1000 Zeilen Code oder so, wenn ich die jetzt alle ausdrucke, wird man ja bescheuert und ist auch irgendwie, was will man denn mit auf Papier mit einem Code, den man eh nur digital verwenden kann. Deswegen, ich muss mich noch darum kümmern, zwei USB-Sticks zu kaufen und dann eben entsprechende Umschläge, wo ich das dann an die Druckversion dann anheften kann. Und ich muss natürlich auch noch die Datei erstellen, wo man das dann alles findet, beziehungsweise einen Ordner, wo man halt irgendwie den Do-File und dann auch den Anhang und die Arbeit so nach Motto halt alles findet, sodass ja, das schön übersichtlich ist und nicht meinen Betreuer ewig suchen muss. Wobei mein Betreuer sowieso eine digitale Fassung bekommt mit allem und ich weiß nicht, ob der sich das schriftlich abholt, also ob der die Printversion abholt oder ob der das digital korrigiert, weiß ich nicht, aber der muss ja auf jeden Fall Zugriff auf den Do-File haben, damit er den kontrollieren kann, theoretisch. Ich weiß nicht, ob er es macht. Der schaut wahrscheinlich schon mal rein. Ja, das muss ich auch noch machen. Aber das ist, glaube ich, nicht so viel Arbeit. Ansonsten, so allgemein, wie ist mein Gefühl so zur Masterarbeit? Also ich bin, ehrlich gesagt, dann einfach froh, wenn es so rum ist. Es ist schon echt eine riesen Belastung. Und als das angefangen habe, ich habe ja sehr viel später angefangen, als die Bearbeitungszeit begonnen hat, wegen meiner Klausuren. Das hatte ich irgendwann auch mal erzählt, dass irgendwie schon 4 Wochen vergangen sind und ich einfach 0% Fortschritt hatte. Aber ich muss irgendwie sagen, ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht warum. Meine Bachelorarbeit war auch nicht so, also meine Bachelorarbeit war 2.0. Es ist auch nicht schlecht, aber im verglichen zu meinen Noten sonst aus Soziologie war meine Bachelorarbeit halt eher schlecht. Und
jetzt mit dem Doppelstudium, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so eine gute Arbeit ist. Und es ist halt ein Viertel der Note, also es ist schon ziemlich wichtig. Deswegen, ich bin mir echt unsicher. Und die Bewertung dauert halt Wochen, also Monate. Wahrscheinlich dauert es schon so 2,5, 3 Monate, bis man dann mal die Note hat. Und das stresst mich irgendwie total. Ich versuche mich nicht zu sehr verrückt zu machen wegen der Note, weil ich mir immer versuche zu denken, dass es darauf schon nicht ankommen wird. Ich hoffe es. Also, dass es im Schnitt, ob ich jetzt 0,1 oder 0,2 schlechter bin oder besser für einen Job oder eine Bewerbung, hoffentlich nichts ausmachen wird. Hoffe ich. Keine Ahnung. Also, ich denke, dass sich der Effekt, also, das denke ich nicht nur, das ist ja auch bewiesen, dass mit zunehmender Berufserfahrung wird die Abschlussnote immer unwichtiger, aber für den ersten Job ist es natürlich schon wichtiger. Ja, ein wichtiges Signal, ein wichtiges Proxy für die Arbeitgeber. Aber andererseits, wenn es 0,2 schlechter ist und man deswegen nicht eingeladen wird, dann, wie wahrscheinlich ist das schon? Ich hoffe, ja, darauf stütze ich mich so ein bisschen, um mir nicht zu einem Stress zu machen. Ich muss halt auch einfach realistisch sein und sagen, okay, ich habe halt trotzdem während der Masterarbeit, also die Bearbeitungszeit hat halt begonnen, während ich voll in den Klausuren war. Da hatte ich halt 5 Prüfungsleistungen. Und auch dieses Semester, parallel jetzt mehr oder weniger, eine Woche nach Abgabe der Masterarbeit beginnen bei mir die Klausuren. Auch dieses Semester mache ich wieder 18 ECTS. Ich meine, das ist irgendwie klar, dass man nicht den gleichen zeitlichen Aufwand in die Masterarbeit stecken kann, als wenn man nur die Masterarbeit und nichts anderes als die Masterarbeit macht. Deswegen muss man auch, oder muss ich mit mir, besser gesagt, einfach realistisch bleiben und nicht zu streng mit mir selbst sein. Aber ja, man möchte natürlich einfach möglichst gut sein. Das ist ja irgendwie auch klar. Man steckt ja viel Arbeit rein und so. Deswegen, ja, drück die Daumen, dass es eine gute Note wird, dass das alles jetzt noch klappt mit dem Korrekturlesen, mit dem, ja, mit der Formatierung und dass dann auch die Abgabe klappt und so. Und ja, ich bin schon ein bisschen nervös, das merkt man vielleicht auch. Ist aber, glaube ich, auch ganz normal. Und dann ist es geschafft und ich bin so froh, wenn es dann einfach geschafft ist und weg ist. Ich habe da noch einen Kurs in Pädagogik, der mir fehlt zum Abschluss, aber ganz ehrlich, wenn ich die Masterarbeit geschafft habe und 114 ECTS geschafft habe, dann werde ich auch noch einen Kurs mit 6 ECTS schaffen. Ich bin auch noch nie irgendwo durchgefallen, also ja, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. So viel dazu, also der Countdown läuft 12 Tage. Ich melde mich dann wieder zu dem Thema. Wenn es geschafft ist, wahrscheinlich. Und zwischendrin melde ich mich aber auch nochmal mit neuen Videos. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.